Jetzt sind ja die Freunde, die Kameraden sind ja jetzt schon weg. Aber hallo erstmal. Ich bin Julia, ich bin Direktkandidatin hier im Landkreis Leipzig für die Linke. Und normalerweise sage ich danke, wenn ich irgendwo sprechen darf und Menschen mir zuhören wollen. Aber es ist ja jetzt auch nicht der schönste Anlass, den wir hier haben. Und konträr zu dem, was auch Konservative und Rechte gerne über Antifa sagen, ist es ja einfach auch viel rumstehen und gar nicht so spektakulär, wie das gerne heißt. Ich will auch Bezug nehmen auf diesen schönen Banner hier, solidarisch durch die Pandemie, weil wir diese Pandemie in einem globalen Ausmaß haben, wie wir das gar nicht, wie das keiner von uns bisher erlebt hat. Und das Tückische bei diesem Virus, und das finde ich, deswegen, ja, falls jemand noch zuhört, hallo, außer uns selbst, das Tückische bei diesem Virus ist ja, es ist ja kein Terror-, Horror-, Zombie-Film-Virus. Es ist kein Virus, der die Leute sofort dahin rafft. Es ist kein Virus, der sofort tödlich verläuft, wie wir das in vielen Filmen auch gesehen haben, sondern es ist ein Virus, den Menschen sogar ohne Symptome und ohne jegliche, ohne Symptome erleben oder überleben. Und ich glaube, das ist das Gefährliche. Das ist das, was diese Gesellschaft vor große Herausforderungen stellt. Weil es geht gar nicht darum, dass, und das will ich jetzt noch mal kurz sagen, es geht ja darum, dass der Virus uns Solidarität abverlangt im größten Sinne. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir diesen Virus nicht kriegen können, weil wir Teile den überleben können, auch mit milden Verläufen etc., sondern es geht darum, dass unser Gesundheitssystem überlastet. Und dann, wenn man einen Autounfall hat, kann man nicht mehr behandelt werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, was betrifft mich das? Ja, wenn das Krankenhaus voll ist und ich keinen Autounfall und ich einen Autounfall habe, was betrifft mich das? Ich muss den ja nicht haben. Nur wenn das alle sagen, heißt das nicht, dass es keinen Autounfall mehr gibt. Und deswegen geht es darum, dass wir Abstand halten, dass wir Masken tragen, dass wir uns an die Hygienemaßnahmen halten. Und ich finde es so erschreckend, wie viel Trotz und Widerstand das erlebt. Wie viel Menschen sich gegen Anstand, Solidarität mit einer Form von Bösartigkeit und Häme widersetzen. Und das haben wir, sehen wir überall. Aber das ist nicht vom Himmel gefallen. Ich will das auch noch mal betonen. Das ist nicht vom Himmel gefallen. Sondern wir erleben, haben in den letzten Jahren eine Gesellschaft und eine Politik erlebt, die zunehmend verroht ist, in der sich Menschen bereichern auf Kosten anderer, in der Menschen schlecht behandelt werden, abgewertet werden und in der wir Menschen auf dem Mittelmeer ersaufen lassen, indem wir Menschen an den griechischen Flüchtlingen, an den Außengrenzen, an den europäischen sterben lassen. Und diese Verrohung hat politische Gründe. Und ich glaube, dass wir deswegen unbedingt auch, und das sehen wir bei der Bundesregierung, dass sie diese Politik weiterführt. Und natürlich sind die Menschen frustriert. Natürlich haben die schlechte Laune. Sie werden zermürbt zwischen Homeschooling, zwischen Existenzängsten. Und während manche Menschen gar nicht mehr arbeiten dürfen, bereichern sich Unionspolitiker schamlos. Das muss man einfach mal so sagen. Dass die Leute keinen Bock mehr haben, ist völlig nachvollziehbar. Weil die Bundesregierung tatsächlich frei nach dem Motto Kapitalismus heißt, dass man nur arbeiten darf und sonst alles verboten ist. Aber, also ich glaube, auch hier ist niemand, der diese Sorgen und Nöte nicht versteht. Aber das ist kein Grund, sich mit Nazis einzulassen. Das ist kein Grund, sich mit Nazis zu verbrüdern und mit Nazis zusammen zu demonstrieren. Und das sehen wir überall. Das sehen wir in Kassel, das haben wir in Leipzig, in Dresden, in den großen Städten sehr prominent gesehen, auch in Stuttgart. Aber jetzt sind wir in Geithain, richtig, weil es nicht nur die großen Städte sind, sondern es ist auch überall in den kleinen Dörfern, überall wird eine Verrohung zelebriert. Und ich bin froh, heute hier sein zu können und zu sehen, wie viele Menschen sich dagegen jetzt auch stellen, auch in diesen kleinen Gemeinden. Jetzt kann man so, und ich bin froh, dass wir nämlich auch zeigen,
dass es nicht, dass Menschen nicht per se so sind, sondern dass sich das auch ändern kann. Dass wir auch was dafür tun können, gemeinsam tatsächlich für eine solidarische Politik zu streiten und für eine solidarisches Gemeinsames zu sein. Und das Wichtigste, jetzt sind Sie ja leider weg, ich wollte ja Ihnen etwas vorpredigen, aber Sie wollten leider ein bisschen spazieren gehen. Ich will festhalten, dass wir uns hier versammeln, um zu zeigen, dass die Regierung natürlich Scheiße baut, um es mal ganz knallhart zu sagen. Aber das ist ja keine Überraschung, dass jemand wie Bernd Höcke den Virus einfach leugnet. Er will das, er will diese Menschen auch für sich gewinnen. Und jetzt wurde mir auch schon gesagt, dass die ersten Male, wo hier Menschen waren, dass es auch einfach Familien waren. Und jetzt waren es gerade wirklich nur noch Kameraden. Von daher sind die eh verloren. Fest steht, wir können und werden uns nicht, wir werden uns das nicht angucken, wie Menschen unsolidarisch und bösartig mit dieser Pandemie umgehen wollen und auf dem Rücken von ganz vielen Menschen einfach ihren Hass predigen wollen. Und deswegen danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr euch engagiert. Und no pasarán.